Willkommen am einzigen Ort der Wahrheit in einer Welt des Aberglaubens und der Irrtümer. Reine Naturwissenschaft, nur Naturwissenschaft führt uns zur Wahrheit. Alles andere ist Pseudowissenschaft und Aberglaube. Und wir werden uns heute auch mit den Tagesthemen beschäftigen hier, unserem Heute-Journal. Corona-Ausschuss, da gibt es Neues, wichtiges Neues. Da war auch ein Diplom-Biologe da. Möglicherweise nehmen wir an einer der nächsten Sendungen teil. Dann haben wir, ja, Dr. Budak war auch wieder dabei. Und ja, das sind also die Tagesthemen für heute. Hopp, jetzt habe ich es so gemacht. Und unser Tagesbild ist das hier, und das müssen wir noch ein bisschen rücken, denn ich glaube, Sie sehen die Dame nicht so schön. Ah, jetzt. Ich glaube, jetzt sehen Sie alles, ne? Ja, dann kommen wir jetzt also erst zu den Kurznachrichten. Ja, Kurznachrichten. Also. Professor Haditsch war bei dem zweiten Corona-Ausschuss, dem sogenannten ACU, dem außerparlamentarischen Corona-Ausschuss. Und nachher geht es bei uns auch noch um den Corona-Ausschuss mit den vier JuristInnen. Ja, Schluck Wasser. Professor Haditsch hat das nochmal bestätigt, was ich schon in vielen Sendungen geäußert habe, dass es sein könnte, dass viele Menschen immun sind gegen das Virus, ohne Antikörper entwickeln zu müssen, eben weil Professor Haditsch spricht von Abwehrstoffen auf den Schleimhäuten. Also noch einmal, Abwehrstoffe auf den Schleimhäuten. Wer also ein starkes Immunsystem hat mit starken Abwehrstoffen auf den Schleimhäuten, der lässt das Virus erst gar nicht in die Zellen rein und der kann deswegen auch niemals auf Antikörper positiv getestet werden, ist aber trotzdem schon resistent. Das heißt also sozusagen, diese Fixierung darauf, zu warten, bis irgendwie das also in Schweden zum Beispiel eine große Zahl Antikörper aufweisen müsse, ist gar nicht nötig. Wer ganz gesunde Immunsysteme hat, der ist resistent, ohne Antikörper zu haben. Ja? Also von daher ist das noch einmal ein völlig neuer Blickwinkel. Ja? Dann, wir sollten wirklich noch einmal, aus naturwissenschaftlicher Sicht dürfen wir nur von Gefährlichkeitsüberschätzungen sprechen, von Fehlanreizen, die Evolutionsprozesse hervorrufen, bei denen die Ärzte, die sich die Gefährlichkeiten überschätzen, immer wieder den größeren Verkaufserfolg haben an Behandlungen und Operationen und so weiter, Impfungen, als andere Ärzte und dass dadurch die Evolution systematisch in die Richtung verlaufen ist, dass wir in der Medizin eine Anhäufung von vorteilbringenden Irrtümern haben, zu denen an erster Stelle sogar auch die Gefährlichkeitsüberschätzungen gehören. Na? Alles andere aber sind Verschwörungstheorien. Jetzt daraus zu machen, dass diese Gefährlichkeitsüberschätzung gemacht werde, um dann so und so viel eine Diktatur aufzurichten, die Menschen zu chippen, die Menschen zu beherrschen oder sowas, das sind alles Verschwörungstheorien. Es ist schon schlimm genug, wir müssen die Fehlanreize korrigieren, wir brauchen die Wohlfühlstimmen, wir müssen diskutieren über die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten und viele andere kleinere Steuerelemente, wie weit wir solche negativen Entwicklungen, die wir überall unter Bedingungen von freiem Markt und Arbeitsteilung weltweit haben,
wie wir das endlich beenden, sonst kommt es alle paar Jahre zur nächsten Schweinegrippe und zur nächsten Corona-Geschichte und so weiter, weil diese Gefährlichkeitsüberschätzungen systemimmanent in unserer Mainstream-Medizin stecken, ne? In der Mainstream-Medizin. Und dann gibt es die Ausnahmeärzte wie Wodak und Bhakti und die Professoren, die bei uns dabei sind, bei den nextscientistforfuture.de. Und da, die relativieren das. Die können sagen, ah ja, also ich verstehe ja, dass sozusagen dass die Evolution bei uns in Richtung geschäftsfördernde, vorteilbringende Irrtümer geht sozusagen und kann mich davon teilweise oder vollständig distanzieren. Ne? Ja, dann wurde berichtet in einer Sendung, eine Ärztin sagte, dass in Finnland alle Maßnahmen doch gestoppt worden sind. Ich erinnere mich schon vor einiger Zeit und die hätten tatsächlich keinerlei Probleme damit. Also das heißt, in Finnland hat man alle Maßnahmen gestoppt. Und anstatt dass da jetzt 100.000 oder 50.000 Tote kommen, passiert gar nichts. Ja, und was das würde ja bedeuten, wenn wir in Deutschland sofort alle Maßnahmen stoppen würden, würde wohl auch gar nichts passieren. Ne? Das ist doch ein schönes Beispiel, ja? Und dann eben in der Sendung der Diplombiologe Arvai beim Corona-Ausschuss, also Nummer 1, nicht beim ACU, sondern beim Corona-Ausschuss mit den vier Anwältinnen, da ist, und mit Dr. Wodak, da ist sozusagen die Aussage nochmal ganz klar: In Indien und in Afrika so sei mit Corona so gut wie gar nichts los. Dort sterben die Leute an den Maßnahmen, weil die Maßnahmen zu Hunger führen und dann zu Hungertoten führen und so weiter. Ja? Also das heißt, eigentlich müsste doch jetzt Indien und Afrika schon tot sein, wenn es sich um ein Killer-Virus handelt, das von dem ja unsere deutschen Mainstream-Ärzte und unsere Mainstream-Politiker ja fürchten, dass quasi, wenn wir jetzt nicht aufpassen würden, dass dann möglicherweise noch die 900.000 Corona-Toten kämen, die man bisher ja angeblich erfolgreich verhindert hat. Ja, nochmal ganz kurz die Zahlen. In Schweden haben wir statt der befürchteten 120.000 Corona-Toten 5.700 angebliche, vermeintliche Corona-Tote. Und in Weißrussland haben wir statt der 120.000 von Bundeskanzler Kurz und Professor Drosten prognostizierten 120.000 Toten nun mal gerade 600 angebliche Corona-Tote. Ja, also von daher sozusagen Gefährlichkeitsüberschätzung ist das Thema, vorteilbringende Irrtümer in der Medizin und der Pharmazie. Und sozusagen, und die Gefährlichkeit resultiert daraus, dass diese Leute diese Irrtümer ja tatsächlich wirklich eins zu eins glauben. Und diese tiefe Überzeugtheit, im Besitz einer Wahrheit zu sein, macht diese Menschen ja so gefährlich und verursacht all diese ruinösen Prozesse, diese riesigen Schäden, die jetzt durch die Maßnahmen überall auf der Welt gemacht werden. Ne? So, dann schauen wir uns doch hier unsere Tagesthemen an. Ja? Ja, Dr. Wodak war wie gesagt auch bei diesem Ausschuss dabei. Das klappt auch sehr gut. Per Bildschirm waren dann auch der Diplombiologe Avray war mit Bildschirm dabei, mit sehr gutem Ton und sehr gutem Bild. Sollte man sich vielleicht anschauen. Es ging da um Impfungen. Aber das ist ja ganz klar, dass das alles ein Lotteriespiel ist, wo also Gefahren. Wie war das bei der Schweinegrippe? Tegnell hatte gerade deswegen eine andere Strategie diesmal gewählt für Schweden, weil er damals auf die Impfungen bei der Schweinegrippe reingefallen ist und dort viele
Menschen in Schweden krank geimpft wurden, also durch die Impfung krank wurden, ja. Und deswegen hat er wohlweislich diesmal ganz anders und hat eben gehört, hoppla, da kommt ja so eine neue Schweinegrippe-Geschichte wieder. Da muss ich mich jetzt mal ganz vorsichtig verhalten und nicht alles glauben, was da kommt. Denn ich bin damals bei der Schweinegrippe reingefallen auf die vorteilbringenden Irrtümer der Medizin und Pharma- und Impfindustrie. Industrie und das soll mir nicht nochmal passieren. Ich denke, in solch einer Richtung hat Anders Tegnell, der Chefepidemiologe Schwedens, da also wohl gedacht. Ne? Ja, und dann es ist ganz klar, dass wir im Moment mit notwendig, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass der deutsche Journalist, übrigens, deswegen müssen ja auch die öffentlich-rechtlichen Medien sofort werbefrei sein und wir müssen ganz viele Pharma- und Medizin-, also und Werbekunden kritische Journalisten dort einstellen, vorübergehend, auch wenn das mehr Geld kostet, damit wir ein Gleichgewicht bekommen, denn im Moment die Evolution der letzten Jahrhunderte ist ja ganz klar so verlaufen, dass jeder Journalist, der gleichen Meinung war wie die Werbekunden, also zum Beispiel Pharma- und Medizinindustrie Werbespots, ja, wer der gleichen Meinung war wie die Werbekunden, der machte immer die große Karriere und wer sehr kritisch gegenüber den Werbekunden war, machte wahrscheinlich nur die kleine Karriere. Sodass also dann wir in den Massenmedien, in den Mainstream-Medien und den öffentlich-rechtlichen Medien ein drastisches Übergewicht an Journalisten haben müssten, die gleiche Denkweise haben mit den gleichen vorteilbringenden Irrtümern der Medizin- und Pharmaindustrie. Und das müssten wir ausgleichen, indem wir sofort über 51% kritische Journalisten dort einstellen. Und dadurch würden wir dann wahrscheinlich eine ausgewogene Berichterstattung erstmals erhalten zu diesem Thema. Aber eben deswegen, da jetzt im Moment die Journalisten ja sozusagen die gleichen, also die Irrtümer der Medizin- und Pharmaindustrie eins zu eins glauben, glauben Sie auch wirklich, dass in Deutschland jetzt 900.000 Tote drohen würden, wenn wir jetzt nicht aufpassen würden? Und deswegen ist dann auch die Hetze gegen Weißrussland und Schweden natürlich voll verständlich, ja. Sozusagen im Moment wird das ja alles so aufgebauscht, als wäre da die große Mehrheit des Landes gegen Lukaschenko und wollte ihn sozusagen und es käme zu einer Art Revolution oder so. Das wird so aufgebauscht, wie es wahrscheinlich gar nicht ist, ne? Und ich weiß über Lukaschenko überhaupt nichts, ob das positiv oder negativ. Ich weiß nur eins: Er hat sein Land vor den schrecklichen Corona-Maßnahmen geschützt, indem er sozusagen gesagt hat, letztendlich Corona noch nicht mal ignorieren. Ja? Also Corona muss ignoriert werden. Ne? Schluck Wasser. Er sprach ja von einer weltweiten Massenpsychose sozusagen bezüglich Corona. Ja, und da aber ja unsere deutschen Journalisten glauben, dass das Corona jederzeit noch in Deutschland 900.000 Tote zur Folge haben könnte, ist es verständlich, dass sie jetzt sich gegen Weißrussland und gegen Lukaschenko stellen und eben großenteils auch gegen Schweden, ne? Ja, und dann haben wir noch das Thema Markus Krall, Christian Felber, GWÖ, Gemeinwohlökonomie. Ja, eben, wo ist die große Gefährlichkeit von freiem Markt und freier Arbeitsteilung, die also Krall und Felber überhaupt nicht auf dem Schirm haben, wo sie also einen völlig blinden Fleck haben, einen völligen Mangel an Naturwissenschaft? Das ist genau hier, also hier wir von Next Scientist for Future, vom Weltrat. Also, wieder ganz kurz, Gefährlichkeitsüberschätzung als eines von Millionen Beispielen. Also, wir können jeden Teil der Gesellschaft, jede Behörde, jeden Teil unserer Gesellschaft untersuchen und werden immer wieder feststellen,
dass unter Bedingungen vom freien Markt und freier Arbeitsteilung notwendig Irrtümer nicht aussterben, sondern sich als vorteilbringend erweisen und dann drastisch vermehren und uns alle mit Viren des Geistes vergiften, sozusagen geistig, sodass wir dann alle, unser ganzes Leben gebeutelt wird von Unmassen von vorteilbringenden Irrtümern aller Berufstätigen unserer Gesellschaft. Ja? Und noch einmal ganz deutlich hier, ja, also, wir haben hier den ersten Früharzt der Evolution und er sagt die Wahrheit. Lebt einen durch und durch natürlichen Lebens- und Ernährungsstil, dann habt ihr starke Immunsysteme und alle möglichen winzigen oder großen Krankheitserreger können euch nichts anhaben. Guter Früharzt. Und hier kommt der erste, nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion muss es zwangsläufig zum ersten sich irrenden Früharzt der Evolution kommen. Und der sagt, nein, ihr könnt ruhig die denaturierte, moderne Ernährung essen, die ist genauso gesund, ist kein Problem. Nein, in Wirklichkeit gibt es da so kleine Dinger, die man später Viren und Bakterien nennen wird. Und die sind die großen Killer. Und die sind total gefährlich. Und das ist eigentlich nur die einzige Krankheitsursache, die man beachten muss und so weiter. Und die sind total gefährlich und so weiter. Ja, also er unterschätzt die Gefährlichkeit krankmachender Ernährung und krankmachender Lebensstile, unnatürlicher Lebensstile oder wieder natürlicher Lebensstile, wie wir sie alle praktizieren müssen, in Klammern. Er unterschätzt also die Gefährlichkeit unnatürlicher Lebens- und Ernährungsstile und überschätzt sozusagen die Gefährlichkeit von Viren und Bakterien. Ne? Und das erweist sich jetzt als vorteilbringender Irrtum, weil er sozusagen viel mehr Behandlungen verkaufen kann als dieser gute Früharzt. Dadurch kann er zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und wird der Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach, also von den strammen Mainstream-Medizinern, die alles glauben, was an vorteilbringenden Irrtümern in den letzten bis zu 170.000 Jahren der Evolution des Frühärztetums sich angesammelt hat. Und das sind Tausende von vorteilbringenden Irrtümern, auf denen das gesamte Geschäftsmodell der Pharma- und Medizinindustrie beruht, des Mainstreams sozusagen. Und wie gesagt, wir unterscheiden davon die Ausnahmeärzte, wie wir sie ja auch bei den Next Scientists for Future.de und den Weltrat drin haben. Zum Beispiel auch Dr. Wodak und Bhakti, die noch nicht zum Weltrat gehören, kann ja aber auch noch kommen. Ne? Solche Leute könnte man gerne aufnehmen, solche nachdenklichen Leute. Ne? Ja, und ich habe das ja schon oft gesagt, ich warne davor, also wenn Sie außer dem Weltrat, außer den Next Scientist for Future noch denken, dass irgendwo anders Wahrheit sei, dann seien Sie ganz vorsichtig und gehen Sie wirklich auf den Standpunkt zurück. Fragen Sie sich, ob die Person, der Sie da glauben wollen, jemals in Ihrer Karriere, sei es im Gymnasium oder im Studium oder sonst wie, irgendwie wirklich herausragende, ganz außergewöhnliche Leistungen hat aufblitzen lassen, denn dann ist die Chance gegeben, dass es diese Person wirklich zu den Klügsten der Welt gehört. Und dann können Sie hören. Und bei Professor Bhakti ist sowas der Fall, bei Dr. Wodak ist sowas der Fall, bei den Next Scientists for Future.de, da haben wir solche Leute dabei und so weiter. Aber alles andere, da sollten Sie sagen, okay, das sind wahrscheinlich durchschnittliche Denker und die haben nicht wirklich was verstanden von der Welt. Ja? Und deswegen sollten Sie da ganz vorsichtig sein. Ja? Also von daher, bei Dr. Markus Krall weiß ich nicht, ob er jemals wirklich als ganz brillanter Denker im Gymnasium, an der Universität
aufgefallen ist, irgendwann mal wenigstens. Und auch bei Christian Felber habe ich da große Zweifel. Und deswegen sind ihre Konzepte auch so irrtumsbehaftet. Und es fehlt ihnen die naturwissenschaftliche Grundbasis eines gekonnten evolutionsbiologischen Denkens, angewandt auf gesellschaftliche Systeme und Wirtschaftssysteme, fehlt ihnen völlig. Ich meine, zugegebenermaßen ist das, aber eigentlich sollte das jeder, seit Darwin müsste das eigentlich für jeden klar sein, dass man immer evolutionär denken muss. Und das können aber weder Krall noch Felber. Krall hat da so ein paar, so ein bisschen pseudo-evolutionsbiologische Gedanken drin, die aber nicht ausgereift und nicht wirklich kompetent sind und nicht wirklich gekonnt sind. Ja, er spricht da irgendwie so, dass Evolution ein Lernprozess sei. Das ist eine gewisse Verkürzung, und dass es um Trial und Error, Versuch und Irrtum ginge und so weiter. Das ist aus der Psychologie, aus der Lernpsychologie eher entlehnt. Es ist also, sauber müssen wir von Mutation und Selektion sprechen. Und wie gesagt, dass unter Bedingungen des freien Marktes und der freien Arbeitsteilung gemäß dem Naturgesetz von Mutation und Selektion es zwangsläufig zu Irrtümern kommen muss. Wenn dann aber leider unter Bedingungen von freiem Markt und freier Arbeitsteilung systematisch die Irrtümer sich als Vorteil erbringend erweisen und die Wahrheiten sich als Nachteil bringend erweisen, dann kommt es zu einer Überflutung der Menschheit mit vorteilbringenden Irrtümern und der Überflutung unser aller Gehirne mit vorteilbringenden Irrtümern. Und solange Krall und Felber in solcher Weise evolutionsbiologisch nicht denken können, haben sie einfach Darwin nicht verstanden. Ja? Und ja, das ist also sozusagen eine Missachtung evolutionsbiologischen Denkens. Professor Volker Sommer hatte einen Buchtitel genannt, Darwinisch Denken. Also bitte, lieber Dr. Krall, lieber Christian Felber, lernen Sie Darwinisch Denken, lernen Sie evolutionär zu denken, sonst sind Ihre Konzepte auch in Zukunft noch so fehlerhaft, dass wir sie immer wieder kritisieren müssen. Ja. Das war's dann mit unserer heutigen wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.